Ich muss jetzt so eine Hobbyreise Micha Jan jetzt anfangen machen, so mit so richtig aufgekratzt, so, so, was geht Leute? Machst du ja immer in Videos rein von Tim Gabel, ne? Geil, was ich eigentlich sagen wollte, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was geht ab, Freunde? Ich bin's. Ich bin etwas leichter geworden, schon wieder. Denn ich habe so einen intuitiven Mini-Cut gemacht, würde ich mal sagen, beziehungsweise mache den gerade. Ich esse nicht mehr ganz so viel, wie ich eigentlich essen muss. Ich esse aktuell so viel, wie ich essen mag. Und da ich immer eher weniger essen mag, habe ich im Endeffekt einen intuitiven Minicut gemacht. Also ich war zwischenzeitlich schon auf 97 Kilo hoch. Jetzt haben wir 93,5. Ich gebe mir noch so ein bisschen Zeit, bis ich wieder richtig, richtig Hunger bekomme. Hat sich eigentlich an meinem Ziel von 100 Kilo nichts geändert. Massephase läuft. Nein, läuft nicht. Ralf findet es besonders wichtig, dass er seine Flexibilität im Anus aufrechterhält. Aber Masse ist Macht, nach wie vor. Oder wie siehst du das, Mups? Hm? Masse ist Macht, ne? Wartest du schon wieder auf dein Frühstück? Hier warten noch schön ein paar Pakete auf mich. Läuft. Die werden gleich auch auf jeden Fall noch ausgepackt, aber erstmal muss ich ein bisschen was frühstücken. Es gibt ein paar Kiwis, ein bisschen Vollkorntoast und dann haben wir hier lecker Leberwurst, Nutella und Peanut Butter. Und Schokostreusel. Wie gesagt, ich esse aktuell echt nur das, wonach mir ist, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich gar nichts essen. Und mir ist gerade total nach Leberwurst und Schokostreusel auf Toastbrot. Einige würden das sicher als Segen betiteln. Ich betitel das eher als Fluch, weil ich möchte gerne zunehmen, Muskelmasse aufbauen und mir fällt das Ganze gar nicht so leicht. Ganz zu Anfang muss ich aber erst einmal meinen Blutdruck messen und mein INR. Denn wenn man so eine mechanische Herzklappe hat, dann muss man bestimmte Medikamente nehmen. Und um das Ganze zu kontrollieren, wie viel ich wovon nehmen muss, muss ich regelmäßig meinen Blutdruck und meinen INR messen. Und ja, das ist so meine Morgenroutine. Smupsi Futter geben, Pakete annehmen. Wäre schön, wenn es jeden Tag wäre. Ja, was frühstücken sollte ich auch ab und zu mal. Und dann eben mein INR und auch meinen Blutdruck messen. Gehört alles dazu, alles Alltag. 2,1 ist super, ich muss zwischen 2 und 3 liegen. 2,1 ist allerdings schon ein bisschen niedrig. Darum nehme ich dann heute mal ein bisschen mehr von den Medikamenten, um immer sicher zwischen 2 und 3 zu bleiben. Also lieber ist mir eigentlich immer so 2,5, 2,8. 2,1 ist schon sehr niedrig. Genau, das ist einfach so ein internationaler Messwert, der meinen Blutgerinnungswert bestimmt. Umso niedriger der Wert ist, umso schneller gerinnt dein Blut, umso höher der Wert ist, umso langsamer gerinnt dein Blut. Bedeutet halt im Endeffekt, wenn du dich verletzt, dann blutest du etwas länger und es bildet sich nicht so schnell eine Kruste. Und da ich halt eben Fremdkörper in meinem Herzkreislauf habe, muss ich diese Medikamente nehmen, damit mein Blut nicht so schnell gerinnt. Das ist ganz in Ordnung. Das ist sehr gut. Das müssen wir jetzt mal aufschreiben. In meinem Büchlein habe ich schon wieder weggepackt. Oh, ist auch egal. Heute ist der. Später kommt der Justin Warning, weil morgen geben wir ja das Posing-Seminar in der Kraftstation hier in Köln. Der Cedric ist auch mit am Start, also die ganzen geilen Szenen, die ihr seht, die so super gut gefilmt sind, das war natürlich wieder das Handwerk vom Cedric. Und ja, ich glaube, Justin und ich werden auch auf jeden Fall ordentlich zusammen trainieren und das wird dann eben der Cedric auch abfilmen. Ich hoffe, der Justin muss Beine trainieren, wäre nämlich richtig nice. Wir haben noch nie Beine zusammen trainiert. Es gibt hier auf YouTube auch schon ein Video von uns zusammen, wie wir Rücken und wie wir Brust trainieren, also beziehungsweise wie wir Push und Pull im Oberkörper trainieren. Beine haben wir bisher noch nicht zusammen trainiert. Wäre auf jeden Fall richtig nice, glaube ich, wenn wir mal so ein Oldschool Leg Day oder so machen. Wenn ja, wenn das geschehen ist, dann wird ihr das hier im Video jetzt sehen. So, ich fahre jetzt schnell zum Bahnhof, den Justin abholen und dann gehen wir, glaube ich, eine Runde pumpen. So, Justin haben wir eingesammelt. Was geht? Was geht ab? Freust du dich? Ich freue mich, ich habe Bock auf jeden Fall. Ich habe gehört, wir trainieren Beine. Komm schon. Ich würde so gerne, Alter, ich habe so fucking Muskelkater noch und Scheiß, vor allem unten am Quad-Ansatz, Mann. Also, wir müssen Beine trainieren, Digga. Wir haben ein Brustvideo, wir haben ein Push-Video zusammen, wir haben ein Pull-Video zusammen. Jetzt müssen wir einen Leg-Day machen, Digga. Eigentlich ja, ich weiß. Ich muss mal gucken, wie sich das gleich noch entwickelt bei mir. Ja, wir gucken mal. Wir chillen kurz eine Runde zu Hause und dann schauen wir mal. Aber wäre cool, wenn du mit dabei wärst. Ich werde auf jeden Fall heute Beine trainieren.
Wäre cool, wenn du mit dabei bist. Ich hätte auf jeden Fall eigentlich Bock, ohne Scheiß. Wir können ja Leichtbeine trainieren. So. Ich könnte auch so eine Einheit Deload so ein bisschen vertragen. Okay, könnte man eventuell machen, weil... Also wenn ich jetzt nochmal wieder Pedal to the Metal mache, habe ich Angst, dass ich wahrscheinlich heute Abend nicht mehr nach Hause komme. Wir machen uns gut warm, das wird schon. Ja. Justin ist mit dabei, safe, ich überrede den noch. Also, wir haben hier jetzt ein paar Pakete, einmal Fitmat, einmal Beyond Limits und Peanut Butter Shop. Und ich möchte euch gerne einmal zeigen, was da überall drin ist. Da das sehr viele Pakete sind, beeile ich mich mal ein bisschen, weil sonst dauert das Video ewig lang. Ich ziehe auf jeden Fall ein paar neue Klamotten gleich an und dann müsst ihr mir einmal auf einer Skala von 1 bis 10 in die Kommentare ballern, wie ihr mein neues Outfit findet. Wir haben einmal hier den neuen Foundation Zip Hoodie in Rot, der ist richtig nice. Dazu kommt auch hoffentlich ganz bald die neue Hose, die kann man nämlich online noch gar nicht kaufen. Richtig nices Teil, ist mittlerweile leider, glaube ich, schon wieder ausverkauft, ich weiß es nicht, könnt ihr mal nachgucken. Und der rote neue Beyond Limits Oversize Hoodie, der ist, glaube ich, richtig geil, ich freue mich auch schon richtig auf den. Ja, dann zeig dir doch. Ja, warte doch mal. Ja, pack die aus. Ja, gleich. Und Hoodie, 1 von 10. So, hier habe ich nochmal Baseline Jogger, Baseline Hoodie in Grau. Finde ich eigentlich richtig nice. Ich trage richtig gerne Grau und Rot. Hier ist wahrscheinlich ein Whey-Protein und ein Booster drin, denn wir geben ja morgen der Justin, komm mal hier hin, Justin, mach mal eine Doppel-Bizeps-Pose einmal schnell. Genau. Wir ballern morgen ein Posing-Seminar und da hat Fitmart gesagt, ja, wir unterstützen euch da. Wir stellen ein Whey und ein Booster für eure Athleten, die zum Posing-Seminar kommen. Ach krass, guck mal, nice, die haben sogar noch ein paar Shaker mitgeschickt. Ich habe darauf gehofft, weil wie sollen wir das zubereiten ohne Shaker? Ich habe schon die Tüte gepackt und meine eigenen Shaker geopfert. Aber ja, geil, haben wir noch ein paar Shaker. Wir haben Designer Whey Protein Premium Grade in Haselnuss. Geil, Alter, guck mal, die wissen, geil, ja. Das ist geil. Und darum freue ich mich auch extrem, mit fitmart.de zusammenzuarbeiten, weil die machen nicht einfach irgendwas, Alter. Die sind schon echt individuell, betreuen mich sehr individuell, wie man sieht. So, ich plane so ein Event und die sagen, cool, ey, Mann, wir unterstützen dich da. Und die wissen scheinbar, weil ich immer Haselnuss bestelle, dass Haselnuss mein Lieblingsgeschmack ist. Und Haselnuss schmeckt nämlich richtig geil. Die morgen kommen, die wissen's. Und wir haben den Crank. Eben auch in meiner Geschmacksrichtung, das ist auch wieder Blackberry, beziehungsweise Blackberry Courant, glaube ich, schwarze Johannisbeere, ja, richtig nice. Geil, freue ich mich drauf. Also Dankeschön an Fitmart, richtig cool. So, dann haben wir noch ein Paket. Das ist vom Peanut Butter Shop und die haben mir wieder ordentlich Peanut Butter Stuff zugeschickt für meine Massephase. Osterprodukte, ich weiß gar nicht, ob ich das schon zeigen darf. Ist denn schon Ostern? Ne, ich glaube, ab heute sind die verfügbar. Darum habe ich nämlich auch dieses Paket. Pieces Eggs. Geil. Ah, und darauf habe ich mich richtig gefreut. Reese's Peanut Butter Cups mit Reese's Egg. Also, wer bei Peanut Butter Shop bestellt, ab und zu mal, ihr könnt 10% sparen mit dem Code AP10. Und ja, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wer sparen will, der bestellt über diesen Link, beziehungsweise mit AP10, wenn nicht, dann nicht. Das war's eigentlich, ne? Das waren alle unsere Pakete. Jetzt gehen wir ordentlich trainieren. Justin will nicht mit mir Beine trainieren. Ich habe ihn nicht überredet bekommen. Ich will. Ich kann nicht. Es geht nicht. Wenn man will, dann kann man. Das ist so. Safe. Doch, wer will, der kann. Er will nicht. Er hat keinen Bock. Auf jeden Fall, ja, du trainierst brustig Beine und mal gucken, wie Cedric das gefilmt bekommt. Peace the fuck. Out. Was hast du denn da an? Ist geil, oder? Nö. Doch. Der Oversize Hoodie. Der ist richtig nice. Ich baller mir jetzt mal ein paar hier von diesen Easter Eggs rein. Mm. Wie M&M's in groß. Zeig dir mal. Mit Peanut Butter drin. Wie M&M's mit Erdnussbutter gefüllt. Aber geil. Ja. Sieht aber echt nice, oder? Und Hoodie, 1 von 10. Was würdest du sagen? So eine 9? Ja, ne? Der ist schon verdammt. Ja, schon, ne? Gut. Geh mal pumpen. Ja, ne? Mhm. Wir müssen so langsam mal. Boah, zieh dir diesen Bizeps rein, Alter. Was denn? Nix. Mach aus. Dass mein Herz das mitmacht. Als wenn ich mein Herz lerne. Ich würde sagen, nö, meine ich. Aber, Dankeschön, lieber Gott und liebe Ärzte, mein Herz funktioniert wunderbar, zum Glück. Die Klappe, die ist gerade so laut, die ist vom, am Ausrasten, Alter. Dass dieses Stück Carbon das so mitmacht. Oh.
hoffentlich noch ein paar Jahre. So 80 wäre nice. Der Justin und ich, wir machen jetzt hier ein Wettessen. Ich bin der schlechteste Esser weltweit, aber den Justin, den mache ich fertig, Alter. So, ich bin Schiedsrichter. Okay. Ich guck, dass das alles mit rechten Dingen abläuft hier. Und wenn ich pfeife, geht's los, okay? Okay, ready? 3. Aber geh mal auf Seite so ein bisschen, er ist zu breit, Digga. 2. Let's go. 1. Oh, mein Ohr, Alter. Okay, ich verliere. Will und der Mogel! Nimm mal die Schüssel weg. Das ist gewinnen. Das ist früher, ich gewinne. Ja, aber. Und er hat nicht mal was. 3 Minuten, Alter. André, wir geben dir noch 20 Minuten. So. Ganz ehrlich, ich bin erstaunt, dass ich überhaupt geschafft habe, den überhaupt aufzuessen. Vielleicht war das gut, dass du jetzt, dass ja, wir das jetzt so gemacht haben, ja, und dadurch hast du überhaupt so viel gegessen. Ich wollte mich nur pushen. Habe ich gesagt, ich habe eh keine Chance. So eine Private Posing Session läuft. Nackte Männer. Jawoll! Ja, das war's schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein wenig Unterhaltung gefunden. Wir gehen jetzt später zum Posing-Seminar. Und ja, das werden wir auch auf jeden Fall filmen. Das wird aber ein nächstes Video. Also, wenn euch das Video gefallen hat... Die Katze unterbricht mich hier schon wieder. Was soll das? Smops. Was soll das? Miau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video.